Gut. Kamera. Gut. So. Jetzt würden wir was sehen. So, jetzt machen wir schauen. Der Harald ist auch schon da. Jawohl. Ja. Gut, dann können wir eigentlich loslegen. Ein Ton ein bisschen lauter. So, gut. Herzlich willkommen zum zweiten Tag vom Deutschland Dynamics Power Week. Und heute beginnen wir auch mal so mit einer kurzen Einleitung, bevor ich an die verschiedenen Präsentatoren übergebe. Einfach um so ein paar Housekeeping-Sachen sicherzustellen, dass wir alle gut durch die verschiedenen Sessions kommen. Gut, erstmal vielen Dank, dass ihr hier seid und hier mitmacht. Ist nicht selbstverständlich. Wir haben versucht, das jetzt hier einfach mal am späten Nachmittag, am Abend, vielleicht nach der Arbeit zu gestalten. Gebt uns bitte auch nochmal am Ende der Woche und am Ende vom Tag ein bisschen Feedback, ob das für euch so klappt. Ja? Im Vergleich zu den Dynamics Saturdays Events, die wir in der Regel so gemacht haben. Und hier ein paar allgemeine Regeln. Also wir werden die Sessions aufzeichnen und am Ende der Woche werden wir die auf unserem YouTube-Kanal stellen. Das heißt, hier gibt es so einen Dynamics Powerton-Kanal, da könnt ihr einfach mal nachgoogeln. Den findet man relativ einfach und dann werden wir da die Sessions entsprechend einstellen, wo man die nochmal anschauen kann, wenn man jetzt zum Beispiel gerade auf Arbeit ist oder keine Zeit hat oder irgendwas dazwischen gekommen ist, ja, dann ist das alles kein Problem. Bei Fragen verwendet bitte einfach den Chat. Ja, ich beobachte den und versuche am Schluss, so gut ich das irgendwie hinbekomme, ja, eine kleine Zusammenfassung zu machen und dann einfach die Präsentatoren zu fragen. Ja. Und bitte auch für alle, wenn es irgendwie geht, schaltet euch möglichst stumm, bis natürlich auf die, die erzählen, weil wir, ja, es kommen immer Leute rein, manchmal gibt es Zwischentöne und das macht es dann immer etwas schwierig. Wenn es Probleme geben sollte, also irgendwas klappt nicht, ja, dann schickt uns bitte eine kurze Nachricht. Ich habe parallel noch mein Mailbox auf. Ja. Entweder eine Nachricht hier per E-Mail oder auch direkt in den Chat reinschreiben, dass ihr Hilfe braucht. Wir sind da und versuchen, so gut es irgendwie geht, zu helfen. Ja. Gut, dann wichtig, das habe ich heute noch mitgeteilt bekommen. Wir haben einen natürlichen Sponsor hier, der uns hilft, diese Veranstaltung mitzugestalten. Zu realisieren und wer morgen Zeit hat und so ein kleines Lego-Set gewinnen mag, ja, also alle großen, kleinen oder kleinen, die irgendwie groß geworden sind und die gern Lego spielen, das ist eine coole Sache, so ein Lego-VW-Bus. Und wer morgen dabei ist in der Session von Docs 42, der kann den eben gewinnen. Gut, dann noch ein Hinweis zur Kamera. Das überlasse ich euch, wie ihr das gestalten möchtet. Ja, wir können die anschalten, ausschalten. Ich werde die dann aufgrund meiner kleinen Bandbreite später auch mal zwischendurch ausschalten. Wenn ihr die anmacht, bitte einfach allgemeine Regeln beachten. Also nicht in der Nase poppeln. Vielleicht nicht gerade einschlafen oder irgendwie den Computer zerdeppert. Dann sollte alles gut klappen. Kurz zur Agenda noch, bevor wir beginnen. Ich habe das mal versucht hier aufzulisten und so ein paar Männchen hier reinzumachen, weil wir haben heute ein paar besondere Speaker. Der erste, das ist hier so ein, ich habe den mal als Karatemann mit einem schwarzen Gürtel dargestellt, ist der Harald Nagel, der uns etwas zu End-to-End-Prozessen erzählen wird.
und wie man das umsetzen kann mit der Power-Plattform. Und Black Belt natürlich ist eine Auszeichnung, da kann er vielleicht selbst noch kurz was dazu sagen, die er hat und die gar nicht so einfach ist, die zu erreichen. Das haben nicht sehr viele Leute. Ja? Und vielen Dank, der Harald, dass du da dabei bist. Danach dem Harald, um 5 machen wir weiter mit der Diana. Diana hat eine Webseite, die nennt sich Dynamics Lady. Also wir haben ja auch eine Prinzessin mit dabei. Und nach der Diana kommt der Paul. Paul kommt aus dem Bereich, den viele Fußballfans lieben, aber dessen Name jetzt hier nicht erwähnt werden muss. Paul ist hier dabei und erzählt uns was zu Release Automation später. Und er ist einer der neuen MVPs. Ja, da sind wir froh, dass wir ihn im Team haben und er uns ein bisschen was erzählen kann. Und dann haben wir heute einen langen Tag. Dann kommt der Martin noch um 19 Uhr. Er ist auch ich habe ihn jetzt mal als Superhero hier dargestellt. Wird uns was zu Zero Customization erzählen, zu Cloud ERP und was man hier alles machen kann. Und ganz am Ende haben wir Stefan Riedl oder Papa Riedl, wie er auf seiner Webseite auch gerne schreibt, der uns was erzählen kann zu Power Apps, Canvas Apps und wie man das mobil einsetzen kann. Gut, das war's jetzt von meiner Seite. Ja, jetzt halte ich dann hoffentlich auch die Klappe und würde mal fragen, ob der Harald schon da ist und ob er das jetzt hier dann übernehmen kann und seinen Bildschirm teilen kann. So, Harald, kannst du ja, hören? Ich kann dich hören und ich kann auch das tun, was du gesagt hast. Gut, also. Gut, ich habe mal meine Kamera angemacht und werde jetzt einmal meinen Bildschirm teilen. Ihr müsstet jetzt mein Antlitz etwas größer sehen. Sieht man das? Jawohl, das kann man gut sehen. Perfekt. Gut, willkommen für diesen Nachmittag. Es geht jetzt um einen Ende-zu-Ende-Prozess im Bereich der An- und Abwesenheiten und zwar in einem voll integrierten, Prozess. Und bevor ich euch das zeige, um was es geht, beziehungsweise dann auch live demonstriere, was es geht, vielleicht noch ganz kurz was zu meiner Person. Das oben rechts, das bin ich in einer etwas entspannteren, Freizeit angehauchten Situation in den Bergen. Bin ursprünglich gelernter Maschinenbauingenieur, bin jetzt tätig als Solution Architekt und Pre-Sales Consultant bei der Areneo Gruppe und dort für den gesamten Microsoft Dynamics 365 Stack zuständig. Ursprünglich aus der ERP-Ecke, aus der klassischen ERP-Ecke kommend, aber in der Zwischenzeit natürlich vollflächig über die Power-Plattform und die Integrationsszenarien auch in allen anderen Dynamics 365 Applikationen unterwegs. Grundsätzlich habe ich eine Fokussierung im Bereich der Professional Services Industrie und das ist so quasi das Spektrum, von dem ich herkomme, aber das ist quasi nur die Primärhistorie, wenn man so möchte. Auch alle anderen Bereiche aus den unterschiedlichen Industries kann ich mehr oder weniger gut abdecken. Ich sitze in Wien, also ich sitze jetzt nicht in Wien, jetzt sitze ich im Homeoffice bei mir zu Hause, bei der Areneo in Österreich und die Slides werden ja dann schlussendlich auch geshared. Darum habe ich unten noch meinen LinkedIn-Link dabei und da könnt ihr mich auf jeden Fall dann auch noch weiterhin folgen. Neben dem, was da so steht, was ich so tue, habe ich privat noch ein paar Nebenbeschäftigungen. Ich habe zwei Jungs, die mich etwas auf Trab halten. Der eine sitzt gerne auf dem Bagger und baggert in unserem Garten herum. Der andere ist gerne auf dem Fußballplatz unterwegs und auch das frisst viel Zeit. Und wenn dann noch ein bisschen Zeit überbleibt und ich nicht in den Bergen bin, dann habe ich noch ein kleines Fahrzeug auf dem Wasser und da kann ich dann wirklich entspannen. Und das Bootfahren ist eine große Leidenschaft von mir, weil ich ursprünglich vom schönen Bodensee her stamme. Und jetzt hat es mich eben nach Wien verschlagen und darum zieht es mich bei jeder Gelegenheit an und aufs Wasser. Das soll es auch schon zu meiner Person gewesen sein. Und vielleicht ganz kurz nur zum Unternehmen bei der Areneo. Wir haben ca. 230 Mitarbeiter, der Stand ist, glaube ich, nicht mehr ganz aktuell. Davon haben wir ca. 160 im Microsoft Dynamics-Bereich, das heißt im gesamten Dynamics-Spektrum.
Dynamics 365 und natürlich auch die Vorgängerversionen im ERP-Umfeld. Wir haben 11 Standorte, 7 in Deutschland, 2 in Österreich, in Salzburg und in Wien eben und einen in China. Unser Headquarter ist in Göttingen, also relativ mittig in Deutschland, Entschuldigung. Und wir sind ganz stolz, dass wir heuer auch zum Inner Circle Member erhoben worden sind und haben natürlich diverseste Zertifizierungen bei Microsoft, das ist eh klar. Und im Bereich der Dynamics 365 Vollplattform haben wir irgendwas von größer 75 Kunden aktuell bei uns. Das soll es auch schon gewesen sein zum Unternehmen, weil es geht ja weder ums Unternehmen noch um mich, sondern es geht eigentlich um einen Prozess, den ich euch ganz gern zeigen würde. Das Thema war, wie schon gesagt, Service. Mein ursprüngliches Thema im Service ist es so, dass es ein Unternehmen gab, das an uns herangetreten ist und gesagt hat, wir würden gerne nicht nur Zeiterfassung klassischer Natur machen, sondern wir würden auch gerne An- und Abwesenheiten, also auch Abwesenheiten, voll digitalisieren und auch integrieren. Und dann haben wir gesagt, naja, eigentlich schaut das mal nach einer lösbaren Aufgabe aus. Und wir haben quasi von dem Eisberg mal das, was oberhalb der Wasserlinie ist, gesehen und haben gesagt, so schwierig wird das alles nicht werden. Ein bisschen Zeiterfassung, ein bisschen Abwesenheitserfassung, ein bisschen hin und her spielen und dann war es das schon. Das war so die Ausgangssituation, von der wir gestartet sind und haben, weil es hier um Applikations- oder technologieübergreifende Prozesse ging, uns relativ schnell natürlich auf die Power-Plattform konzentriert, weil die sich natürlich dafür sehr, sehr gut eignet. Dann sind wir in weiterer Folge dann etwas tiefer eingestiegen und haben uns überlegt, was können denn so Lösungswege sein? Und dann haben wir gesagt, naja, wir wollen mal eine zentrale Erfassungsmöglichkeit haben für produktive Zeiten, für Urlaube, für Krankenstände, also klassische Abwesenheiten. Und da waren wir so der Meinung, das kleine Rettungsboot, das haben wir bald beieinander und dann sind wir relativ sicher unterwegs. Und das geht dann schon. Das war so der ursprüngliche Lösungsansatz. Allerdings, als wir dann tiefer eingestiegen sind, hat sich die Realität quasi uns gestellt. Und dann gab es solche Themen wie, naja, wir haben unterschiedliche Anwendungsszenarien. Wir haben mobil, wir haben integriert in Business-Applikationen, wir haben Tablet. Naja, okay, kann man machen. Wir haben unterschiedliche Business-Applikationen, das Finance and Supply Chain Management, also das ERP, das klassische, das Customer Service und dann in nächster Stufe dann auch das Field Service, also die klassischen D365 Service-Applikationen. Und dort sollen die Datensätze natürlich auch alle automatisch erzeugt werden und vor allem synchron sein. Dann haben wir gesagt, ja, das kann man auch noch hinbringen. Dann haben wir uns das Thema Abwesenheit, also zuerst haben wir uns quasi der produktiven Zeiterfassung gewidmet. Dann haben wir uns genähert dem Thema der Abwesenheitserfassung. Und dann ging es dann auf einmal um Teams-Integration, weil man arbeitet ja nicht mehr alleine, man arbeitet ja in Teams. Diese Teams sollen informiert werden, dass man abwesend ist und es soll alles automatisiert werden. Und natürlich auch die Personalabteilung, die HR, soll informiert werden über alle möglichen unterschiedlichen Abwesenheitsszenarien, die es da so gibt. Und dann kamen wir schon in die Teams-Integration. Dann war das nächste Thema der berühmt-berüchtigte Abwesenheitsassistent, die Abwesenheitsnotiz. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Mir geht es immer so, dass ich am ersten Tag meines Urlaubs dann sage, ich habe noch vergessen, meine Abwesenheitsnotiz zu aktivieren. Und dann muss man nochmal alles hochfahren, muss das im Outlook eintragen. Das soll alles automatisiert passieren. Da haben wir dann schon überlegt, das ist ja ein bisschen eine größere Herausforderung, aber auch das werden wir lösen können. Und dann ging es natürlich um das Thema Krankenstand. Krankenstand ist natürlich auch ein besonderes Thema. Da gibt es rechtliche Anforderungen. Und wir haben das einmal in einem ersten Proof of Concept dahingehend implementiert, dass wir die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, die es ja teilweise noch in Papierform gibt, teilweise auch schon digital gibt, auf jeden Fall digitalisieren müssen und dass dann auch die Krankmeldungen auf die Krankenkasse automatisiert und digital erfolgen sollen. Das haben wir mal im Proof of Concept umgesetzt, um zu sehen, was da geht. Ich weiß, da gibt es aktuell in Deutschland Themen, das vollautomatisiert zu digitalisieren, schon von der Krankenkasse
beziehungsweise vom Versicherungsträger. Aber das ist erstens noch nicht vollflächig implementiert und bis das dann einmal passiert, wollte der Kunde eben auch eine Lösung haben. Ja, und als wir uns da halt detaillierter mit diesen Themen auseinandergesetzt haben, hat sich herausgestellt, vielleicht ist das Rettungsboot, das wir da brauchen, etwas komplexer und vielleicht ist es nicht so einfach, wie wir uns das ursprünglich vorgestellt haben. Aber nichtsdestotrotz, man wächst ja mit den Herausforderungen, haben wir uns das detailliert angeschaut und dann hat sich herausgestellt, so gravierend ist die Problematik nun auch wieder nicht und vor allem die Power-Plattform und das Dynamics 365 bietet genau die Lösungen, die wir hier eigentlich brauchen und haben hier Ansätze gezeigt beim Kunden, die jetzt gerade evaluiert werden aktuell, ob diese Ansätze tragbar sind, ob man das so nutzen kann und das möchte ich euch eben zeigen heute. Welche Tools und Technologien haben wir dafür genutzt oder haben wir jetzt in dieser ersten Phase genutzt? Weil wir sind ja noch in dieser, ich sage jetzt mal, Proofing-Phase, wo wir das Ganze umgesetzt haben und der Kunde jetzt das Ganze sozusagen testet beziehungsweise auch evaluiert, ob diese Lösungsarten die richtigen sind. Und die Tools und Technologien, die wir da genutzt haben, sind folgende. Natürlich haben wir klassisch unsere App und die App, die Power App, ist eben für die Erfassung der unterschiedlichen Dinge zuständig. Wir haben logischerweise das Power Automate. Das Power Automate für ganz, ganz, ganz viele Automatisierungsdinge, weil wir hier über einen integrativen Prozess und ein integratives Szenario reden, braucht man natürlich auch einen hohen Grad an Automatisierung. In eine Richtung die Automatisierung, Richtung automatische Kommunikation oder auch Genehmigungsthemen, haben wir die Teams-Integration implementiert. Im Bereich des Krankenstandes, also mit der HU, haben wir uns dem AI-Bilder und der Datenextraktion beschäftigt. Wir haben zwischenzeitlich mal SharePoint als Dateispeicher, als Dokumentenablage und Dateispeicherort ausgewählt. Wir haben CDS natürlich als Datendrehscheibe im Hinblick auf die Integration zwischen Customer Service, der aktuellen Business-Applikation, da folgt dann noch das Field Service und eben dem ERP, also dem Dynamics 365 for Finance and Supply Chain Management und dort natürlich in Richtung Personalmodul für eben Personalthemen wie eben die vollständige Zeiterfassung beziehungsweise auch die Informationen aus dem System der Personalakten, zu denen kommen wir dann ein bisschen später. Dann haben wir natürlich die externe Kommunikation und auch diese Abwesenheitsnotiz. Und da haben wir uns dann der Logic App und MS Graph bedient, um diese Abwesenheitsnotiz eben vollautomatisiert zu erzeugen. Diese Dinge sind alle miteinander verzahnt, kann man sich vorstellen, aber mit diesem Baukasten war es uns möglich, alle Anforderungen, die ich jetzt eben genannt habe, mal umzusetzen und das in einem voll integrierten Prozess auch darzustellen. Ja, dann ging es um den Prozess an und für sich. Und beim Prozess an und für sich war es so, dass wir uns überlegt haben, dass unterschiedliche Apps durchaus unterschiedliche Anforderungen mit sich bringen, nicht nur an die Funktionalität, sondern natürlich auch an die Art und Weise der Bedienung, nenne ich es mal, und auch die Art und Weise der Integration. Wir haben diese Apps zusammengefasst in einer App, aber auch Standalone als einzelne Apps zur Verfügung gestellt. Wir haben diese Apps integriert ins ERP-System, embedded. Wir haben es embedded ins Microsoft Teams und wir haben es auch integriert im Customer Service, damit wir quasi von jeder Situation und von jeder Applikation aus jedem Prozessschritt heraus den vollen Scope der App nutzen können und uns in der App dann die entsprechenden Verzweigungen, mache ich jetzt eine Zeiterfassung, mache ich jetzt einen Urlaub oder einen Krankenstandsantrag, das ist alles zentral aus einer App von allen Positionen und Situationen aus möglich. Aufgrund der unterschiedlichen, Nutzungsvarianten ist es aber so, dass die reine Zeiterfassung als Tablet-App umgesetzt wurde
und die Krankenstand- und Urlaubs-App als in der Mobile-Variante umgesetzt wurden. Warum? Weil wenn ich krank bin, dann liege ich vielleicht im Bett mit Fieber und sowas, komme gerade vom Arzt, dann möchte ich jetzt nicht mehr diese ganzen Gerätschaften hochfahren, mich anmelden und am Laptop und mich irgendwo einwählen müssen, sondern ich möchte es direkt sofort mobil machen können. Und wenn ich gerade am Abend auf der Couch sitze und meine Urlaubsplanung mache fürs nächste Jahr, dann möchte ich auch sofort meine Urlaubsanträge direkt stellen können, ohne es wirklich im Büroalltag nicht zu befinden. Darum auch die Möglichkeit, diese mobil zu nutzen. Die drei Prozesse, um die es grundsätzlich geht, sind, beginnen wir mal mit der Zeiterfassung, die Möglichkeit, ein klassisches Kommen und Gehen, eine klassische Check-in, Check-out-Zeiterfassung, aber auch die Möglichkeit, eine Zeiterfassung zu machen auf Projektebene. Das heißt, ich bin im Projektkontext unterwegs, habe interne und externe Projekte und möchte vielleicht auch dieses Projekt auch Zeiten buchen. Oder wenn ich zum Beispiel in der Administration oder im Backoffice tätig bin, einfach mein Kommen und Gehen entsprechend auf Projekte buchen. Auch das ist dann ein Projekt, weil in dem Unternehmen es so ist, dass es ein Projekt gibt, wo alle An- und Abwesenheiten, die nicht auf irgendwelche operativen Projekte oder Tickets oder Serviceaufträge erfolgen, dann zentral in einem Projekt erfasst werden. Ticket, ich habe es schon genannt, das ist auch der erste Schritt in der Richtung operative Nutzung. Das heißt, wir haben hier ein klassisches Ticketing-System, D365 Customer Service, wo Tickets erfasst werden und auf diese Tickets dann auch Zeiten erfasst werden sollen, weil diese Tickets auch oder vielmehr die Zeiten dahinter entsprechend auch fakturiert werden. Das heißt, wir erfassen ins Ticket hinein direkt oder aus dem Ticket heraus eigentlich viel mehr. Und das Ergebnis ist dann, dass ich nicht nur ein Timesheet am Ticket habe, sondern dass auch automatisch ein Auftrag generiert wird für die Fakturierung. Darüber hinaus haben wir das Thema der Abwesenheit im Bereich Urlaub. Und im Bereich Urlaub ist der Prozess relativ trivial, also erscheint er zuerst mal trivial. Die technische Umsetzung war da durchaus etwas herausfordernder. Das heißt, wir haben hier die Thematik, dass wir eine Vertreteranfrage machen. Das heißt, ich definiere, wer soll denn mich vertreten. Danach gibt es ein entsprechendes Informationsmanagement. Der Vertreter wird informiert, vielleicht wird auch mein Vorgesetzter informiert. Und dann, wenn dieser Vertreter sagt, er kann auch die Vertretung übernehmen, erst dann habe ich die Möglichkeit, diesen Urlaubsantrag abzuschicken. Und dann wird wiederum automatisiert im Zeitprojekt der Urlaub, in dem Fall als Abwesenheit, erfasst und die entsprechenden Automatismen wie Information in den Teams, Information in meinem Outlook als Abwesenheitsnotiz automatisiert erzeugt. Der dritte Fall ist dieses Thema der AU, sprich der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Und da ist es relativ trivial, was die App tut an der Oberfläche, nämlich einfach nur das Scannen der AU. Im Hintergrund haben wir die Artificial Intelligence, den AI-Bilder, der die entsprechenden Felder analysiert und ausliest. Entsprechendes Informationsmanagement ans HR, genauso natürlich die automatische Erfassung als Abwesenheit im Zeitprojekt und dann die digitale Information an die Krankenkasse. Das haben wir jetzt mal nur simuliert, weil die Krankenkassensysteme natürlich unterschiedliche, ja, ich sage jetzt mal, Datenstrukturen verlangen. Wir haben hier jetzt mal den Proof dahingehend gebracht, dass wir ein E-Mail generiert haben mit einer ganz normalen CSV-Datei mit den Informationen. Das wird in der Realität dann natürlich ein XML sein, das geschickt wird und nicht notwendigerweise über E-Mail geschickt wird, aber auch bestimmte Krankenkassen wollen das sogar so. Aber das kann natürlich genauso über einen Webservice direkt ans Krankenkassensystem angebunden werden. Ja, das sind die Dinge, die wir hier identifiziert haben und ich will euch gar nicht länger jetzt da mit so PowerPoint-Folien-Schlachten langweilen, sondern ich mache mal einfach den einen Schirm zu und wechsle in die Demo. Und dazu befinden wir uns, also wir brauchen unterschiedliche Systeme klarerweise und wir starten, würde ich mal sagen, einfach mit dem Thema Customer Service, also mit der klassischen Zeiterfassung auf ein Ticket.
Was wir hier sehen, für die, die es vielleicht nicht kennen, ist der Kundenservice Hub vom Dynamics 365 Customer Service, wo die unterschiedlichen Aufgaben oder Tickets, also in dem Fall die Anfragen, die mir zugeordnet sind, entsprechend hier dargestellt werden. Und wenn ich in so einem Ticket drin bin, dann haben wir hier relativ einfach integriert einen Hyperlink zur Zeiterfassung. Das kann man natürlich auch anders integrieren. Man hätte hier auch die Möglichkeit, die Canvas-App direkt zu integrieren. Wir haben es mal jetzt exemplarisch über einen klassischen Hyperlink gemacht, der dann die Canvas-App, die gesamte App, die wir Universal Time Entry getauft haben, aufmacht. Und hier habe ich jetzt das Erste, dass ich erstens identifiziert werde, über Single Sign-On natürlich. Und hier kann ich wählen, ob ich jetzt einen Urlaub erfasse und ob ich die Produktivzeit erfasse oder ob ich eine Krankheit erfasse. Ich habe hier auch noch zusätzliche Informationen, in dem Fall aus dem Personalsystem, für meinen User. Das sind eben die Daten, die aus dem Personalmodul gezogen werden, der mir einfach sagt, wie viele Stunden habe ich schon im aktuellen Monat erfasst, was sind meine Sollstunden, wie viele Urlaubstage habe ich schon verbraucht, beziehungsweise hier eher die Positivmeldung, wie viel habe ich denn noch und wie viele Krankenstandstage habe ich im aktuellen Jahr schon gebucht. In diesem Fall machen wir jetzt eine Zeiterfassung für produktiv. Und wir haben das jetzt so gehandhabt, dass wir hier wählen können, ob wir für ein Ticket eine Zeiterfassung machen oder für ein Projekt. Ich zeige euch hier beides. Wir fangen jetzt mal mit dem Ticket an. Das heißt, ich kann hier entsprechend, je nachdem, was ich auswähle, irgendetwas vom Namen her oder von der Ticketnummer eingeben. Und dementsprechend werden die aktiven Tickets aus dem Customer Service mir hier angezeigt, die diesem Zugkriterium entsprechen. In dem Fall ist es der. Und hier haben wir jetzt unterschiedlichste Möglichkeiten. Wir haben jetzt mal alle Möglichkeiten in die App hineingepackt, weil der Kunde jetzt eben noch testet, für welche Szenarien er welche Art der Erfassung haben möchte. Natürlich kann man uns das Datum wählen. Wir können über diese Lookups die Uhrzeit, die Startuhrzeit und die Stoppuhrzeit wählen und so zu einem absoluten Stunden kommen. Wir können die absoluten Stunden natürlich direkt eingeben. Oder wir können hier so einen Timer starten und dieser Timer beginnt dann zu laufen. Das wäre das Szenario, das quasi auf dem zweiten Bildschirm, wenn ich das Ticket bearbeite oder mit dem Kunden telefoniere, ich den Timer einfach starte und wenn ich dann fertig bin, der Timer dann gestoppt wird und entsprechend nach meinen Rundungsregeln für mein Unternehmen, wenn ich den Timer stoppe, ist jetzt die Rundungsregel, kleinste Verrechnungseinheit ist eine Viertelstunde, wird dann entsprechend gerundet. Der Kunde möchte eben mal testen, welche Art der Erfassung für welches Szenario das richtige ist. Und darum haben wir hier jetzt mal alle hineingepackt. Es wird in der Realität dann natürlich nur das eine oder das andere sein oder vielleicht für Ticket- oder Projekterfassung was anderes wie für eine andere Erfassung. Wir könnten natürlich hier zum Beispiel mal reinschreiben, wir haben jetzt 3 Stunden gearbeitet und wir haben für diesen Fehler, den Cooling Boy, das ist in dem Fall der Klimaanlage, neu gestartet. Und wenn ich das da alles eingetippelt habe, was ich eben eintippeln möchte, dann speichere ich das, übertrage die Maske, kann ich weiter verwenden. Die bleibt offen für das nächste, die wird natürlich genullt entsprechend. Oder ich kann zurückgehen und dann was auch immer tun. Oder ich kann natürlich die App ganz normal auch schließen. Was ist jetzt passiert im Hintergrund? Jetzt sind einige Dinge passiert oder die passieren gerade jetzt. Einerseits, wenn wir nochmal zurück auf die Anfrage gehen, sehen wir, dass wir hier im Customer Service sogenannte Timesheets haben. Das heißt, ein Timesheet ist im Customer Service etwas, auf das ich Zeiten erfassen kann. Dadurch, dass ich dieses Ding jetzt quasi abgeschlossen habe, könnte ich natürlich hier auch noch die Anfrage abschließen und den Status hier weitertreiben. Auf das ist alles behoben und erledigt. Oder ich arbeite noch weiter und es war einfach nur zwischendurch ein kurzes Telefonat oder eine Recherche. Kommen wir zurück zu den Timesheets. Wir sind hier beim P9Y3. Wenn wir uns die Timesheets anschauen, dann sehen wir hier ein Time Entry, das erzeugt wurde, 16.28 Uhr, das war gerade jetzt. Und dieses Time Entry hat eben genau die Informationen, Start-Enddatum für den Case, also diese Anfrage, das Ticket. Und dahinter steckt im Prinzip nur die 3 Stunden, die ich erfasst habe. Und natürlich steckt in der Zeile
entsprechend die Beschreibung, so wie ich es hinterlegt habe. Also keine Raketenwissenschaft direkt am Ticket, das am Time Entry zu verspeichern. Parallel dazu habe ich jetzt einfach zu Informationszwecken ein E-Mail geschrieben. Das heißt, in der Zwischenzeit ist noch etwas passiert. Es ist nämlich dieser Auftrag hier entstanden, dieser Auftrag 577 im ERP-System. Wenn wir uns im ERP-System, jetzt befinden wir uns im Finance and Operations und wir schauen uns hier mal die Aufträge an, die Verkaufsaufträge. Bei dem Unternehmen ist es so, dass die Fakturierung so funktioniert, dass es einen definierten Satz gibt und dieser definierte Satz, unabhängig davon, um was es sich handelt, wird immer gezogen. Das heißt, es wurde jetzt für den Kunden des Tickets ein Auftrag erzeugt mit einer Referenz zu dem Ticket selbst und in dem Auftrag wurde eine Position erzeugt mit den 3 Stunden. Hier haben wir den Verrechnungssatz, der laut Standard entsprechend hier zu Buche schlägt für diesen Kunden und wir haben hier unten die, Entschuldigung, das wollte ich nicht, da unten das Leistungsdatum, die Ressource, die Zeiterfassung gemacht hat und natürlich auch den Text, der dann auf der Faktura steht und wir können jetzt hier dieses Ticket abschließen und auch die Rechnung stellen. Ja, das war es auch schon für die Ticketerfassung. Das heißt, wir haben hier die Integration einerseits vom Ticket weg, die Erfassungs-App aufzumachen, Erfassung auf das Ticket, am Ticket zu verspeichern, parallel dazu im ERP-System den Auftrag für die Faktura zu erzeugen. Und das war quasi das erste Szenario. Ein anderes Szenario, gehen wir nochmal in die App hinein. Die können wir uns ja nochmal aufrufen. Wo ist sie denn? Unsere Time Entry. Wir haben gesehen, es ist nicht nur möglich, dass ich grundsätzlich hier die Tickets auswähle, sondern ich kann auch Projekte aufmachen und Projekte auswählen. Na, wieso startet er jetzt gerade nicht? Ja, darum. Ich kann auch hier Projekte auswählen. Das heißt, ich kann hier jetzt. Ja, scheint mein Internet ist ein bisschen langsam. Ich kann hier auch Projekte auswählen, kann hier zum Beispiel angeben Solar. Es gibt auch ein paar Solarprojekte bei uns, die sich mit Implementierung im Solarumfeld tummeln. Und jetzt wird eine Direktabfrage in den jeweiligen Mandanten, der mir zugeordnet ist, entsprechend geöffnet. Die Projekte werden mir angezeigt. Ich kann hier aufs Projekt genauso natürlich in gleicher Art und Weise Kalkulation zu erfassen. Und was jetzt gemacht wird, ist auf dieses Projekt wird jetzt ein Stundenjournal mit der Kategorie, die hier ausgewählt wurde, erzeugt. Dieses Stundenjournal wird nicht gebucht, sondern es wird nur erfasst. Es kommt dann auch noch zusätzlich ein Approval, das über den Flow erzeugt wird zum Vorgesetzten, der dann sagt, aha, ich habe hier Zeiten zu erfassen, die Zeit oder Zeiten freizugeben. Die Zeitfreigaben sollten nicht im ERP-System stattfinden, sondern sollten außerhalb des ERP-Systems stattfinden. Darum wurde die Idee über das externe Approval hier gewählt. Wenn wir uns jetzt mal kurz ins Projekt begeben, dann werden wir sehen, dass wir hier jetzt auf dem Solarprojekt, das ich ausgewählt habe, das war der Handwärmer, wenn ich es richtig im Kopf habe, haben wir hier eine Stundenerfassung. Das heißt, wir haben hier Journale, die erzeugt werden und diese Journale haben entsprechend Positionen, wo dann wiederum diese Arbeitszeit, also die Kategorie gewählt wird und das ist jetzt ein voriger, den ich gewählt habe, die Beschreibung und die 2 Stunden und wiederum mit der Möglichkeit zu sagen, das ist verrechenbar oder nicht verrechenbar auf das Projekt, entsprechend diese Journale erzeugt. Das Journal ist, wie gesagt, noch nicht gebucht, sondern die Freigabe erfolgt über eine Adaptive Card. Das heißt, hier wird jemand informiert darüber, dass eben ein Stundenjournal gebucht wurde, das 42er. Ich habe das vorher das Falsche ausgewählt. Und hier kann ich jetzt direkt genehmigen oder auch ablehnen.
Und wenn ich hier entsprechend genehmige, dann kann das System so eingerichtet werden, dass das Stundenjournal dann gebucht wird, wenn ich hier das Approval aus der Adaptive Card heraus mache. Hat den Vorteil, dass man nicht eben ins ERP-System rein muss und war vom Kunden in dem Fall so gewünscht. Gut, das war die klassische Zeiterfassung auf Ticket-Ebene beziehungsweise auf Projekte. Und das war ja quasi der einfachste Fall. Das sind also die klassischen Business-Applikationen, die einfach miteinander sprechen und vorgeschaltet eine entsprechende App, die diese Erfassung ermöglicht. Ein bisschen interessanter ist das Thema Urlaub. Das Thema Urlaub, wenn ich mich jetzt zum Beispiel im Teams befinde, habe ich die Möglichkeit, bei mir reagiert das alles ein bisschen langsam, darum würde ich jetzt mal ganz kurz meine Kamera deaktivieren, weil ich glaube, die frisst bei mir ein bisschen Bandbreite. Dann sollte das gleich etwas flüssiger gehen. So. Jetzt müsste es eigentlich ein bisschen flotter gehen. Wir haben zusätzlich die App auch integriert ins Teams. Das heißt, wir haben hier ein An- und Abwesenheitsteam, wo alle Personen entsprechend drin sind. Und hier ist es auch möglich, die App entsprechend zu nutzen. Das heißt, die App wurde klassisch ins Teams integriert und ich kann die Funktionalität in genau der gleichen Art und Weise hier natürlich nutzen aus dem Teams heraus. Beim Urlaub ist es jetzt so, wie gesagt, es geht jetzt eine zweite App auf, die im Mobile-Modus gestartet wird, weil ich die Möglichkeit haben möchte, beziehungsweise der Kunde die Möglichkeit haben möchte, das auch direkt losgelöst als Standalone-Applikation zu verwenden. Was sehen wir hier? Wir sehen hier die Urlaube mit den unterschiedlichen Stati. Ich kann einen Urlaub auch löschen. Ich kann vergangene Urlaube auch ausblenden, weil mich die nicht interessieren. Und ich kann hier einfach hergehen und sagen, ich möchte einen neuen Eintrag. Und jetzt könnte ich hier wiederum, habe ich zwei Date-Picker, indem ich einfach sage, ich möchte jetzt vom, keine Ahnung, vom 15. bis zum 18. möchte ich Urlaub haben. Und mehr muss ich eigentlich gar nicht tun. Jetzt ist es so, dass hier noch die Möglichkeit besteht, abhängig davon, ob ich jetzt eine Vollzeitarbeitskraft bin oder eine Teilzeitarbeitskraft. Das ist wiederum wichtig für die Berechnung der tatsächlichen Urlaubsdauer am Ende des Tages. Und hier kann ich das entsprechend wählen. Das kann natürlich auch initialisiert werden vom Mitarbeiterstamm. Und ich kann hier per Telefon oder per Mail meine Abwesenheitsnotiz noch dynamisch steuern. Also ich kann zum Beispiel sagen, per Mail bin ich gelegentlich erreichbar, per Telefon bin ich wie gewohnt erreichbar. Also eigentlich ist gar kein richtiger Urlaub. Aber ich kann hier meine Abwesenheitsnotiz dynamisch definieren und habe hier die Möglichkeit zu sagen, ich möchte, dass mein Team oder meine Teams, zum Beispiel jetzt mein Entwicklung X99, da bin ich Teammitglied. Das heißt, das sind nur die Teams, die mir zugeordnet sind, wo ich auch drin bin, kann ich informieren über diesen Urlaubsantrag. Gehen tut es aber um das Thema der Vertretung. Hier kann ich alle Personen auswählen, die zur Verfügung stehen. In dem Fall möchte ich, dass der Jim mein Vertreter ist. Und jetzt sende ich das einfach mal ab. Und das war es auch mal schon. Das heißt, dieser Schritt ist zweigeteilt oder eigentlich dreigeteilt. Das erste ist die reine Erfassung. Und man sieht hier auch, nach ein paar Sekunden werden wir sehen, dass hier dieser neue Eintrag erscheint. Und zwar in einem bestimmten Status. Ist noch nicht ganz so weit, kommt aber gleich. Was ist jetzt passiert? Im Hintergrund wurde der Vertreter informiert darüber, dass er gefragt wird, ob er eine Vertretung machen soll. Das heißt, wenn ich jetzt mal wechsle, jetzt melde ich mich mal im Teams angemeldet als Jim. Das heißt, das ist jetzt der Jim. Und der hat hier eine Information bekommen, dass eben Urlaubsvertretung vom 15. bis zum 18. gewünscht ist. Und er kann jetzt das ablehnen oder nicht. Wenn er ablehnt, dann bekomme ich die Information und muss dann einen anderen Vertreter wählen. Das heißt, ich brauche die positive Bestätigung, dass mein Urlaubsvertreter das auch tun kann. Und sonst kann ich in der App den Urlaubsantrag nicht abschicken bzw. nicht speichern. In dem Fall ist der Jim aber gnädig und sagt, aber sicher doch. Das heißt, der bestätigt mir jetzt, dass er meine Urlaubsvertretung ist.
Und somit hat der Jim jetzt auch seine Schuldigkeit getan. In der Zwischenzeit müsste er eigentlich, ja, da ist er auch schon. Der ist inzwischen jetzt auch genehmigt worden. Das heißt, er hatte vorher den Status offen, jetzt ist er genehmigt, weil der Jim eben gesagt hat, ja, das geht. Wenn ich jetzt wieder in mein eigenes Team schaue, dann habe auch ich jetzt diese Nachricht bekommen, als Toni angemeldet. Ja, da oben, das ist der Toni. Toni Stark, der den Antrag gestellt hat, der hat jetzt die Information bekommen, ja, der Jim, der kann und der vertritt dich bis zum 18. September. Und jetzt kann ich zur App wechseln, direkt aus dieser Bestätigung heraus und komme direkt auf diesen Datensatz, der entsprechend den Status eben genehmigt hat. Das ist eben dieser hier. Und wenn ich diesen Datensatz jetzt öffne, habe ich die Möglichkeit, hier den Urlaub auch zu speichern. Wer hätte ja Nein gesagt, käme ich wieder in diesen Schirm und müsste einen anderen Vertreter wählen und ich lupe das so lange durch, bis der jeweilige Vertreter gesagt hat, ja, ist okay. Jetzt speichere ich das und jetzt passieren natürlich auch ein paar Dinge. Was jetzt passiert ist, dass einerseits Informationen im Teams stattfinden. Das heißt, wir haben ja im Teams vorher gesehen, dass es ein Team gibt, das HR-Team. Das HR-Team wird informiert darüber, dass es einen neuen Urlaub gibt, und zwar vom Toni. Es gibt auch noch eine Urlaubsübersicht, wo alle Urlaube aufgelistet sind, und somit weiß das HR-Team mal grundsätzlich, dass es einen neuen Urlaub gibt. Parallel, wenn wir uns erinnern, habe ich gesagt, ich möchte dem Team Entwicklung X99, wo ich Teammitglied bin, auch die Möglichkeit geben, einzusehen, dass ich auf Urlaub bin. Und auch hier wurde das Team informiert, dass ich jetzt auf Urlaub bin und dass der Jim mein Vertreter ist, was ja durchaus wichtig ist. Dann sind noch ein paar andere Dinge passiert. Dazu muss ich jetzt, normalerweise läuft das in der Nacht automatisiert, ich muss das jetzt manuell anstoßen. Es ist hier nämlich eine entsprechende Logic-App, die im Hintergrund die Abwesenheitsnotiz erzeugt. Das hat er jetzt auch brav gemacht. Wie gesagt, das passiert einmal am Tag automatisch in der Nacht für alle Anträge, die gestellt wurden. Und was ist tatsächlich gemacht worden? Das heißt, ich springe jetzt in mein eigenes E-Mail und Sie sehen, da haben wir schon das Thema, es wurde mal ein Kalendereintrag gemacht, dass ich auf Urlaub bin in meinem eigenen Kalender. Nur das ist nicht wirklich das Interessante, sondern das Interessante ist, dass ich bei meinen Einstellungen jetzt eine Abwesenheitsnotiz habe, und zwar vom 15. bis zum 18. Und zwar, wir haben das so eingestellt, dass um 2 in der Nacht die Abwesenheitsnotiz automatisch gesetzt wird und um 23.59 Uhr beim letzten Arbeitstag sie automatisch wieder deaktiviert wird. Und hierin steht dynamisch wiederum, dass ich bis 18.09. Urlaub habe und dass der Jim mit dieser E-Mail-Adresse meine Vertretung ist. Das passiert automatisiert, das heißt, es muss sich niemand mehr darum kümmern, dass die Abwesenheitsnotiz erfasst wird. Was wir auch noch sehen ist, gelegentlich telefonisch, gewohnt per E-Mail. Das ist genau das, was ich als dynamische Variablen in der App angegeben habe, wo wir uns erinnern, wo ich gesagt habe, dass ich eben per E-Mail und telefonisch entsprechend erreichbar bin. Das Ganze natürlich unterschiedlich, Deutsch, Englisch oder nach intern und extern mit anderen Texten, so wie es halt klassisch im Outlook die Möglichkeit vorherrscht. Das ist aber noch nicht alles, was passiert ist, sondern es ist ja noch etwas passiert. Eigentlich kann ich das jetzt mal zumachen. Und zwar ist im An- und Abwesenheitsprojekt, das wir ja auch noch haben, das heißt, ich gehe jetzt nochmal aus dem Projekt von vorher, im ERP-System gehe ich nochmal auf unser An- und Abwesenheitsprojekt. Und unser An- und Abwesenheitsprojekt, wo ja auch alle Abwesenheiten klassisch erfasst werden, hat jetzt hier unten einen Eintrag im Stundenjournal. Und in diesem Stundenjournal steht drin, dass ich, das ist mein User, vom Tony Stark, der User, einen bezahlten Urlaub habe. Also es gibt hier auch noch die Möglichkeit, unterschiedliche Kategorien zu nutzen. In dem Fall ist es ein bezahlter Urlaub und der ist natürlich als nicht fakturierbar gekennzeichnet, jeweils 8 Stunden, weil bei mir eben 40 Stunden als Normalzeit hinterlegt sind.
ich das auch nicht geändert habe und darum entsprechend hier die vier, die 8 Stunden Buchung. Das heißt, wir haben auch in unserem Abwesenheitsprojekt die vollständige Buchung und das alles vollständig automatisiert. Gut, das war das Thema Urlaub. Und dann haben wir natürlich noch das Thema mit der Krankheit. Mit der Krankheit, das ist folgendermaßen. Jetzt hoffe ich, dass das alles ganz gut funktioniert, weil für das Krankheitsthema ich mal mein Handy aktivieren muss. Und ihr müsst jetzt auch mein Handy sehen. Klassisch war hier die Annahme, dass wir eine App haben am Handy, dass wir unsere Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung haben und wir hier die einfach mal so scannen. Ich kann die Kamera nutzen. Ich kann das natürlich auch vorher fotografieren und dann einfach ein Bild auswählen. In dem Fall wirf ich tatsächlich ein Bild hier von einer realen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung und sage, ja, das ist okay so. Und jetzt reagiert der AI-Bilder und der versucht jetzt, diese Daten entsprechend auszulesen und die Daten so zu befüllen, wie sie auf dem Antrag stehen. Das dauert ein paar Sekunden und wenn alles klappt, dann haben wir hier den Namen des von bis, das, wann es festgestellt wurde, wann es ausgestellt wurde, die entsprechenden Krankenkasse, die Arztnummer. Und hier sehen wir jetzt zum Beispiel zusätzlich noch, ob das ein Arbeitsunfall war, Erstbescheinigung oder Folgebescheinigung. Und wir haben die Möglichkeit, hier die Daten noch zu manipulieren. Wir sehen hier, dass der Kostenträger zum Beispiel nicht richtig erkannt wurde. Das heißt, Versichertennummer und Kostenträger waren zu nah beieinander. Das heißt, ich kann hier auch natürlich noch eingreifen und kann hier entsprechend die Dinge auch noch verändern. Und in dem Fall ist es jetzt so, dass eben das hier unten ist eigentlich der Kostenträger und den hat er jetzt in dem Fall nicht richtig erkannt. Das heißt, ich kann den hier ausschneiden. Das war so ein bisschen zu viel. Und entsprechend hier wieder einfügen. Aber eigentlich nur der hintere Teil. Und die Versichertennummer war eigentlich der vordere Teil. Also ich kann hier natürlich noch manipulieren, eingreifen. Und wenn dann alle Felder richtig befüllt worden sind, entweder direkt vom AI-Bilder oder durch manuelle Interaktion, erst dann habe ich die Möglichkeit, dass der Button Ja auf Blau gesetzt wird. Das heißt, es gibt Pflichtfelder, die hier entsprechend befüllt werden. Und erst wenn die alle da sind, habe ich die Möglichkeit, die AU abzusenden. Das tue ich jetzt auch. Und die Magic passiert jetzt eigentlich im Hintergrund. Das heißt, der Mitarbeiter, der jetzt im Bett liegt mit Fieber, hat das ganze Ding abfotografiert und der soll ja eigentlich jetzt auch gar nichts mehr tun, sondern der soll einfach sagen, ich bin jetzt krank und das war's. Das, was jetzt alles passiert, soll im Hintergrund passieren und im Hintergrund passiert natürlich auch einiges. Das heißt, was passiert im Hintergrund? Wir haben hier jetzt wiederum unterschiedlichste Dinge. Einerseits ist es so, dass das HR-Team wiederum informiert wird darüber, dass es einen neuen Krankenstand gibt. Das dauert noch ein paar Sekunden, wie man hier sieht. Darüber hinaus ist es so, dass nicht nur das HR-Team informiert wird, sondern es gibt auch einen Reminder. Das heißt, es gibt hier ein, ich weiß schon, nicht funktionieren. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe nämlich schon einmal im Vorfeld das Ganze getan und ich kann ihn nicht doppelt erfassen. Das heißt, ich muss mal ganz kurz das Ganze nochmal machen und ganz kurz manipulieren. Eine Sekunde. Mein Fehler. Jetzt analysiert die KI wieder. Dauert jetzt, also wir haben die KI so momentan im Griff, dass wir zwischen 6 und 8 Sekunden im Standard haben, auch mit unterschiedlichen, ich sage jetzt mal, Qualitäten der AU, die dann analysiert werden und die Trefferquote ist durchaus gut. Jetzt hat er zum Beispiel den Kostenträger richtig erkannt. Warum hat es trotzdem vorher nicht funktioniert? Aus einem ganz einfachen Grund, weil eine Restriktion ist,
dass ich zum selben Zeitpunkt nur einmal krank sein kann. Und wenn ich jetzt Helmich XXX bin, dann bin ich ein anderer und jetzt wird es auch funktionieren. Ja, war mein Fehler. Gehen wir wieder zurück und wechseln hier auf die HR-Information, die jetzt jede Sekunde gleich kommen müsste. Und hier wird eben die Information an die HR-Erscheinung erscheinen, wie es hier gerade vorher in dem Beispiel, das ich vorher gemacht habe, sieht man, dass es eben hier diese Möglichkeit gibt. Der Krankenstand, der wurde so definiert, dass es Krankenstände gibt, die begrenzt sind, also ein Start- und ein Endedatum haben. Es gibt Krankenstände, die sind offen. Das bedeutet, die sind, haben kein Endedatum, sondern werden dann vielleicht verlängert und verlängert und verlängert. Und das soll die HR auch entsprechend mit einem Reminder mitbekommen, dass es eben einen offenen Krankenstand gibt, der kurz vor Ablauf ist. Und dann gibt es natürlich die abgeschlossenen. Das müsste jetzt gleich mal hier alles aufscheinen. Was auch passiert ist, dass wir sehen es bei den abgeschlossenen, ich nehme jetzt mal eine alte, dass natürlich das Bild abgelegt wurde und dieses Bild steht natürlich jederzeit auch zur Verfügung und kann entsprechend aufgerufen werden. Dauert ein paar Sekunden, das ist aber geschuldet der Größe und der, ja, ich sage jetzt mal, der Performance von Teams. Das kann man natürlich auch anders mit einem Link lösen, aber der Kunde wollte das direkt hier öffnen im System. Die erscheint jetzt gleich. Und parallel dazu ist dann auch noch das E-Mail an die Krankenkasse rausgegangen. Das E-Mail an die Krankenkasse, bis das eben hier kommt, könnte ich das mal vom vorigen Beispiel ganz kurz zeigen. Das heißt, die Krankenkasse kriegt in dem Fall jetzt eine E-Mail, wo die entsprechenden Daten hinterlegt sind. Und in dem Beispiel des Proofs war das jetzt einfach nur ein CSV. Wie gesagt, es wird in der Regel dann ein XML sein und wird dann auch über den Webservice übertragen. Aber es gab eben auch Krankenkassen, die gesagt haben, wir möchten das tatsächlich per E-Mail erhalten. Und auch dieses E-Mail wurde automatisiert generiert. Ja, was passiert noch? Die Planner-Tasks werden angelegt, das Mail an die Krankenkasse geht und man mag es kaum glauben, in Stundenerfassung in dem jeweiligen Journal werden, ich nehme jetzt auch mal das Beispiel von vorher, werden natürlich auch die Positionen automatisiert erfasst, in dem Fall mit der Kategorie Krankenstand, wiederum mit der Geschichte 8 Stunden bei 40 Stunden, also bei normal Arbeitszeit, wenn ich eine halbtägige Arbeitszeit bei mir hinterlegt hätte, also nur 20 Stunden, dann würden hier dann entsprechend auch nur halbe Tage entsprechend hier aufscheinen und natürlich jeder Tag, den ich im Krankenstand bin, wird hier in dem Abwesenheitszeiterfassungsprojekt auch automatisiert erzeugt. Ja, das ist im Prinzip die drei Beispiele, die hier gemacht wurden und wenn man sich jetzt nur mal beispielhaft, können wir uns ja mal den einen hier anschauen, was da alles passiert im Hintergrund. Wenn wir jetzt die Krankheit erfassen, dann haben wir hier die Datenspeicherung, wo die AU abgelegt wird. Wir erstellen dann direkt daraus die CSV-Tabelle, die wir eben entsprechend an die Krankenkasse versenden. Jetzt in diesem Beispiel definieren ein paar Variablen und dann durchlaufen wir einige Male, also jedes Mal halt, was notwendig ist, die entsprechende Information des E-Mails, die Information an die HR mit entsprechenden Bedingungen. Also im Prinzip ist das Ganze die Aufgaben, wenn Sie ein Endedatum haben, die Aufgaben, wenn Sie kein Endedatum haben, entsprechend mit anderen Plannern im Hintergrund oder mit anderen Buckets eigentlich. Im Hintergrund wird im ERP-System das Abwesenheitszeitprojekt befüllt und das Ganze wird dann auch noch in einem Approval eben an die HR geschickt. Das ist übrigens alles in der Zwischenzeit passiert. Hier sind auch diese ganzen Dinge jetzt gekommen, eben die Information
des Approvals, dass es hier eine Krankenstandserfassung gegeben hat. Hier das Original-E-Mail jetzt, dass der Helmich XXX jetzt bei der Krankenkasse gemeldet wurde. Und jetzt sehen wir auch, dass das HR-Team entsprechend die Information bekommen hat, als begrenzt, also mit Startdatum und Endedatum, einerseits im Planner und andererseits hier die Krankmeldung vom Kollegen, den wir gerade eingescannt haben. Hat ein bisschen gedauert, ab und zu dauert es, ist aber unkritisch, weil es ja ein komplett unkritischer Prozess ist von der Synchronität her. Also das kann durchaus asynchron laufen, wenn das ein paar Sekunden oder Minuten dauert, ist das grundsätzlich kein Problem. Das ist im Prinzip das, was der Kunde jetzt zu prüfen hat, ob diese Integrationsszenarien für ihn das abbilden, was er eigentlich sich vorstellt, aus dem heraus. Im Prinzip ist jeder Schritt für sich nichts Schwieriges. Also das Einzige, das Thema mit der Abwesenheitsnotiz im Outlook, das war ein bisschen herausfordernd, weil wir da über MS Graph gehen mussten. Aber ansonsten, die einzelnen Schritte sind alle relativ trivial. Die Musik fängt dann an zu spielen, wenn es darum geht, die Dinge miteinander zu integrieren und nicht nur in der Kommunikation und in der Freigabe, sondern natürlich auch über unterschiedliche Technologien oder Applikationen hinweg. Und jetzt haben wir durchaus gesehen, wenn wir jetzt noch einmal zurückgehen, das sind schon einige, die hier miteinander verbunden sind. Und die Herausforderung war eigentlich die Integration der unterschiedlichen Technologien in einem vernünftigen Prozess, so wie es bei diesem Kunden eben auch gewünscht war, beziehungsweise wie es bei ihm operativ auch tatsächlich abläuft. Und ansonsten war das eine recht spaßige Geschichte und zeigt recht gut, glaube ich, wie sowas integriert funktionieren kann. Und das sind Prozesse, die eigentlich bei jedem Unternehmen in mehr oder weniger dieser Art und Weise ablaufen oder ablaufen können. Ja, das war es eigentlich, was ich zeigen wollte in dem Ende-zu-Ende-Prozess für An- und Abwesenheiten, integriert über unterschiedliche Business-Applikationen hinweg. Und wenn es irgendwelche Fragen gibt, dann gerne jetzt. Und ansonsten bedanke ich mich für eure Zeit. Ludwig, gibt es irgendwas im Chat? Im Chat gibt es aktuell keine Fragen. Was du vielleicht noch machen könntest, wäre einfach nochmal deine Kontaktdaten teilen. Ja, also wie gesagt, ich habe im ersten Slide habe ich meinen LinkedIn-Link dahinter. Ich schreibe es aber nochmal dazu, hier meine Kontaktdaten, und die Slide wird ja dann, nehme ich an, auch geshared. Genau. Gut, dann, wenn jetzt aktuell keine Fragen sind, also bis auf klasse, hochinteressant, vielen Dank für den Beitrag. Und ich glaube, was das gut zusammenfasst, ist das, was du am Anfang gesagt hast. Man wächst mit den Herausforderungen. Ja. Also es war wirklich ein cooler Beitrag, der wirklich die ganze Integration von Dynamics, was hast du noch gezeigt? CDS, Outlook, Logic Apps, HR, Power Apps, alles aufgezeigt hat, was mittlerweile möglich ist. Und ich glaube, das hast du sehr gut gemacht. Du bist ja auch einer, deinen schwarzen Gürtel hast du dir sozusagen redlich verdient. vielen Dank für die Zeit. Gerne. Und wie gesagt, also wenn jemand noch Fragen hat, kontaktiert bitte einfach den Harald am besten über LinkedIn, geht mit ihm in Kontakt und ich glaube, er kann euch bestimmt irgendwo weiterhelfen und Tipps geben. Ja. Gerne. Und wie gesagt, also so wie du es gerade gesagt hast, etwas, was im ersten Step vielleicht total trivial ausschaut, wenn man dann hinter die Kulissen schaut und ein paar Fragen stellt, so im klassischen Design Thinking Workshop, da kommt dann wirklich die Ideen. Und das, was ich so fantastisch finde, ist eben, dass mit der Power Plattform die Möglichkeiten da sind, einfach sich da entspannt hinzusetzen und zu sagen, Ja, geht, ja, müssen wir ein bisschen nachdenken, aber geht, bringen wir hin und schaffen wir, weil eben die Integrationsszenarien so mannigfaltig sind und die Technologieintegration so gut funktioniert, dass wir in einer relativ kurzen Zeit wieder und zeigen euch mal, was wir da gebaut haben. Und wie man sieht,
Das funktioniert auch tatsächlich. Und das macht es eigentlich so spannend und das ist eigentlich, wie sage ich immer so schön, die Mächtigkeit der Plattform. Gut, super. Gut, dann würde ich sagen, stoppe ich erstmal hier das Recording.